Und hier sind wir wieder draußen. Wunderschön. Plötzlich ist das Gitter da weg. Na, Pulli und Live und Laden. Was soll ich denn sagen? Weißt du, was ich hier schon alles für Zeug erlebt habe? Nee, nee, hier ist niemand. Ich will eigentlich nur wieder einkaufen gehen. Wir rennen gerade so viele Leute rum. Natürlich in der Nähe vom Knast, ne? Die denken sich auch, ja, wir haben ja jetzt Geld einfangen können, also stationieren wir mal unsere gesamte Einheit dort vorne hin. Falls er mal auf die Idee kommt, aufzubrechen, können wir direkt wieder einkassieren. So, was? Du kannst mich mal... Komm mal hier in die Seitengasse mit mir. Das ist eine Ratte, das ist kein Officer. Es sei denn, das sind Spione. Weil die eine Ratte hat mich ja auch auf die... Beziehungsweise, ne? Die Wachen kurz in Alarmbereitschaft gesetzt. Na, Hauptsache, du hast nicht gemerkt, dass dein Zeug eigentlich weg ist, ne? So wie die Wachen nicht gemerkt haben, dass Garrett auch weg ist. Nicht mehr im Knast. Ausgebrochen, ausgebrochen. Und ein bisschen, ne, Kohle gemacht. Ja, ja, two kinds. Kann ich irgendwas davon bei dir vertickern? Was soll ich denn sagen? Die haben mich in den Knast geworfen, weil ich ins Wasser gefallen bin, nachdem ich das Schiff verlassen habe, weil sie mir aufgelauert haben. Und weil Garrett nicht mehr schwimmen kann, haben sie ihn ertrunken aus dem Wasser gefischt, wiederbelebt und in den Knast geworfen. We hope you find everything you need with this quarantine. We're cut off from our regular suppliers for a while. Oh. Oder soll ich erstmal nur 20? Glad we could be of service. Na, nicht. 17 muss eigentlich ausreichen. We hope you find everything you need with this quarantine. Ja. Ach komm, scheiß drauf. Ich hab ja das Geld, ne? Thanks for shopping with us. We hope to see you again soon. Na, und das kannst du mir auch wieder geben. Glad we could be of service. Thanks for shopping. Die werde ich dann sowieso brauchen, weil nachdem ich den Dingsturm niedergeschlagen habe, den Uhrenturm. Was heißt niedergeschlagen? Die Zeit angehalten. Niedergeschlagen, ja. Ich nehme einfach einen gigantischen Knüppel, schlage damit auf die Uhr ein und er fällt und der Uhrenturm fällt bewusstlos um. Ich meine, die Hüter haben ja schon gesagt, dass die Amerien mich da nicht mehr so ganz mögen werden, wenn ich die Uhr sabotiert habe. Naja. Stone Market wollen wir hin. Ne, das ist kein Officer. Du bist definitiv kein Officer. Hi,
Ihr seid auch keine Officer. Das ist irgendwie so ein komisches Licht am Baum. Was zur Hölle? Kann mir das jemand mal erklären? How is this possible? Einschicken, das kann dir niemand erklären. Niemand. Ist einfach, ne? Lichtbugs. Passiert. Halt. Hätte noch gefehlt, dass jetzt hier auch irgendein Typ wäre. Naja. Naja. Ja, da vorne. Also, ne? Als ich den Bereich betreten habe, dass er direkt vor mir gestanden hätte. Dann gehen wir einfach außen rum. Zum Uhrenturm. You with the hood out of the way. Beute sind so scheiße zum Klauen. Oh, ist die Wache gerade am rumflitzen? Sie ist gerade nicht da. Hallo Wache. So viel dazu, du bist gerade nicht da. Hello darkness, my old friend. Da oben müssen wir hin. Einfach hier hochklettern, würde ich sagen. Ja, an solchen Ecken kann ich ja mich um die Ecke hangeln. Erste Herausforderung. Unter mir ist ein Rohr. Ganz langsam. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, Leute. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Are waiting for time to stop on its own, but I think their prophecy needs a little push. The Stone Market clock tower is so tall, you can see it all the way from Alldale. If there's a way to stop time, then this is it. I made it inside the tower, now I just have to figure out how to sabotage it. It's centuries old, and they say its gears have killed more men than the city's guillotine. It'll be full of Hammerites, too. Some of them spend their whole lives here maintaining it. They're not going to let me throw a wrench in their clockworks. Not without a fight. I'll be making my way down from the top. With a little luck along the way, I can figure out how to turn the thing off. Let's just hope my way of dealing with the prophecies is more productive than the Keepers, or this could be a big waste of time. Aber wie kannst du Zeit verschwenden, wenn du die Zeit anhältst, hm? Locate mechanical plan of the clockworks. Reach the basement of the clock tower where the furnace is. When all your other objectives are complete, sabotage the clockworks in the furnace room to stop the clock. Ja, killing time! Ja, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, Zeit totschlagen. Oh, die Entwickler wollten ein Wortspiel machen mit der Missionsnamen. Aber wir wollten eigentlich nur die Uhr zum Stillstand bringen. Ja, Killing Time ist doch eigentlich Zeit totschlagen.
Prozent, bla bla bla, ein Special Loot Zeug, bla bla bla. Wieso gucke ich da eigentlich noch rein? Bla bla bla, ist doch immer das gleiche, bla 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 bla. Habe ich eine Karte von dem Ding? Ja, habe ich eine Karte von dem Ding. Ich habe nur die Skizze angeguckt und es hat mich ein wenig an die Karte von Angel Watch erinnert. Also, ne, Thief 2. Wo wir zu dem Angel Watch-Gebäude gegangen sind. Weil da war ja auch so eine Seitenansicht auf der Karte. Ich bin in einem Rohr. Ich wollte gerade fragen, ist das Kies unter mir? Aber nein. Kies ist nicht an der Wand, Chicken. Und auch nicht an der Decke. Ja, wir sind da im Rohr. Ein Röhrchen! Wie weit kann ich eigentlich zurückgehen, bis ich aufgehalten werde von der unsichtbaren Wand? Aus rein Interesse, technischen Gründen. Ich frag nur. Okay, hier ist einfach nur eine schwarze Wand. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt da weitergehe, falle ich dann ins Nichts? Aber nein, das ist einfach nur eine komplett schwarze Wand. Das wird ein Spaß, sage ich euch. Das wird ein Spaß. Wo fangen wir denn an? Wo fangen wir an? Eine Leiter runter. Ventilatoren, die sich drehen. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss gerade an Arkham Origins denken. Ohoho. Na gut, könnte daran liegen, dass ich am Wochenende so ein bisschen wieder Batman Arkham Origins gespielt habe. Rappi weiß wieso. Hust, hust. Und da gab es ja auch eine Passage in dem Hotel mit Ventilatoren. Aber ich war eigentlich schon längst nicht mehr dort. Kann ich echt nicht hoch. Ach, komm schon. Garrett. Ich muss doch alles Mögliche besteigen. Ach, Leiter ist die einzige Weg. Die einzige Weg? Der einzige Weg. Oh, mein Hirn ist Matsch. Ja, die einzige Weg. Das ist jetzt das neue Garrett. Ach, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf. Naja. Wenn alles so klappt, wie es klappen soll, das Nachfolgeprojekt hier von Thief Daily Shadows, das wird einmalig. Hallo, Mr. Hammerit.